Ab heute erhältlich ist die Google Daydream, also eine Virtual Reality Brille. Sehr angenehm hier, wirklich sehr weich, muss ich sagen. Also optisch gefällt mir das gut. Und vor allen Dingen, es ist halt insofern sehr, sehr einfach gemacht, weil es kostet halt 69 Euro. Hier kommt einfach das Handy rein, zeige ich euch gleich alles nochmal Näheres. Das heißt, im Prinzip haben wir nur diesen Schacht hier und die Linsen auf dieser Seite hier. Und dazu kommt noch dieser kleine Controller. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in der Praxis. Das ist natürlich clever gemacht. Wenn das einmal per Bluetooth mit dem Handy gekoppelt ist, habe ich hier ein Trackpad, ein Touchpad für so zurück, vor, runter oder eben halt auch zur Steuerung von Spielfiguren oder okay, zurück und home. Das Ganze hat einen kleinen Akku drin. Hier unten wird aufgeladen über USB Typ C. Und ich zeige euch gleich mal, also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Da kann man auch mit zeigen und auswählen und alles. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Auch ansonsten ist es eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Konzept hier. Vor allen Dingen dadurch, dass man natürlich auch keinerlei hier irgendwie Steuerungsfunktionen hat, wird es natürlich günstiger und einfacher und präziser. Fummelt man hier nicht immer rum. Es ist sehr viel entspannter, einfach dieses Ding so in der Hand zu halten. Was mir allerdings überhaupt nicht gefällt, ist, dass Google uns Brillenträger offenbar komplett vergessen hat, weil man kann weder auf dieser Seite hier noch auf der Innenseite oder sonst wo hier da irgendetwas einstellen, dass man sagt, ich habe jetzt meine Dioptrien. Und mit Brille finde ich es persönlich jetzt nicht unbedingt komfortabel. Auch so ist es schon. Also das Ding wiegt 220 Gramm leer, der Controller 43, das ist easy. Aber hier mit der Brille und dann kommt halt beispielsweise noch hier das Google Pixel. Darauf zeige ich euch das gleich mal dazu, weil das natürlich deswegen prädestiniert, weil es hat eine hohe Auflösung. 1440x2560. Kompatibel sind nicht alle, sondern die müssen halt Daydream unterstützen. Das Mate 9 beispielsweise hat auch die hohe Auflösung, macht das, weil da muss natürlich auch der Prozessor und es muss vor allen Dingen auch Android 7 sein. Das heißt, es könnten jetzt über die Updates auf Android 7 noch ein paar Geräte nachkommen, aber erstmal ist die Auswahl halt natürlich ein bisschen beschränkt, deswegen zeigen wir es auf dem Pixel XL. Da zusammen, wenn man das dann auf dem Kopf hat, sind 386 Gramm. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig und vor allen Dingen, ich habe halt so ein bisschen hier Druckstellen gehabt und der größte Fehler meiner Meinung nach ist, dass man diese Ausbuchtung hier so groß gemacht hat, weil nicht jeder hat halt so eine Riesennase. Also bei mir ist es zumindest so, dass hier und hier auf beiden Seiten da Licht durchscheint und das Ganze auch nochmal hier oben. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht wirklich so einen kleinen Kopf. Bedeutet also, man hat auch hier nochmal, manchmal auch von oben, je nachdem wie halt auch die Umgebungsbeleuchtung ist, kommt hier so ein bisschen Licht rein und das spiegelt sich natürlich dann da in der Linse und lenkt ab. Bedeutet also, eigentlich müsste man den Raum komplett dunkel machen, dann geht es vielleicht einigermaßen. Also das heißt, so wäre es eigentlich besser gewesen und dann kann es ja immer noch ein bisschen nach außen gedrückt werden. Also insgesamt fand ich es jetzt nicht so allzu bequem, muss ich zugeben, aber das mit dem Controller hier, das hat mich wirklich überzeugt. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal in der Praxis. Zunächst mal ein kurzer Blick jetzt auf das Smartphone, weil wie gesagt, das muss halt Daydream kompatibel sein. Das ist eine App, die dann entsprechend installiert ist oder wird, sobald das Update da ist. Und da habt ihr zum Beispiel hier eine Mediathek oder ihr könnt euch auch ein paar andere Sachen nochmal anschauen, so eine Einführung. Im Wesentlichen ist es aber natürlich YouTube vor allen Dingen, Videos, klar. Dann gibt es Street View, Fotos, wo man sich so ein bisschen umschauen kann, sehr schön. Und natürlich Games. Ich zeige euch das alles gleich, wie gesagt, nochmal. Fange jetzt hier aber nochmal so ein bisschen einfach damit mal an, dass wir hier jetzt was starten. Das ist jetzt ein YouTube-Video. Ich simuliere jetzt das Einsetzen hier erstmal in die Halterung, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie das aussieht. Also so, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, so einigermaßen so. Das heißt, das wird dann geteilt. Ich habe hier für das linke Auge und für das rechte Auge leicht unterschiedliche Bilder und dadurch entsteht halt dieser 3D-Effekt. Und dann dieser kleine Strich da unten, das ist einfach eine Hilfe, dass man das genau in der Mitte einsetzt, also nicht zu weit links oder zu weit rechts, da bei diesem Gumminupsi. So, und dann wird das halt einfach hoch und fest und fertig. So, das heißt, der Sound kommt natürlich auch hier vom, vom Device, von der Hardware. Hier jetzt leider Gottes leider nur Stereo auf der einen Seite, Mono auf der einen Seite, Stereo wäre natürlich besser. Ein Lautsprecherausgang links, ein Lautsprecherausgang rechts, hätte man auch Stereo, aber trotzdem, es ist ja erstmal noch ein bisschen schlicht gehalten. So, und jetzt das Ganze, was kann ich anschließend damit machen? Das zeige ich euch jetzt mal als Screen-Aufzeichnung, als Screen-Recording. Das heißt, ich setze jetzt in Realität mal hier die Brille auf und alles, was ihr jetzt seht,
muss ich nochmal ein bisschen anpassen hier, ist das, was ich jetzt hier mache. Vor allen Dingen diesen Controller hier nochmal, den muss ich jetzt einmal eichen, so, oder nee, gedrückt halten, besser gesagt. So, jetzt ist das Ding zentriert. Jetzt braucht es einen Augenblick, bis es die erste, diesen Startbildschirm lädt. Konten, YouTube, so, wunderbar. Na? Ich habe da eigentlich eine schnelle WLAN-Verbindung hier. So, jetzt geht's also los. Welcome to the world famous Natural History Museum in London. You're now standing in the Fossil Marine Reptile Gallery. So, ich sehe mich jetzt in der Zwischenzeit hier mal so ein bisschen rum. Also ihr seht, das geht halt wirklich 360 Grad. Wobei natürlich das, was tatsächlich am entscheidendsten ist, auch meistens hier gezeigt wird. Und ihr seht auch hier schon mal, das ist das, wo ich meinen kleinen Pointer hinbringe, also diesen Controller hier. Das hat jetzt in diesem Video momentan wenig Bedeutung, weil es halt einfach ein Video ist, nicht interaktiv. Bedeutet, also ich kann jetzt hier nicht viel machen. Ich zeige euch das gleich aber nochmal in einem anderen Video. Nur was ich halt wirklich spannend fand, es wackelt jetzt ein bisschen, weil ich rede, merke ich gerade, das bitte ich dann zu entschuldigen. Versuche jetzt etwas weniger bewegungsintensiv zu reden. So, also ihr seht, jetzt wird das Ding da drüben hier erwacht zum Leben und ich kann mir das halt jetzt angucken aus jedem beliebigen Blickwinkel. Da ist natürlich schon eine feine Geschichte hier. Das macht richtig Spaß, kommt man nah ran. Ich drehe mich jetzt mal nach links. Also ihr merkt schon, der 3D-Effekt, der ist wirklich enorm. Gut, ihr könnt es jetzt natürlich nicht wirklich nachvollziehen, es sei denn, ihr habt auch schon 3D-Equipment. Müsst ihr natürlich so ein bisschen mit diesem Splitscreen hier aufpassen. Trotzdem glaube ich, ihr könnt einigermaßen eine Vorstellung euch davon machen. So. Oha. So, okay, gut. Also ich glaube, das war als Demo schon mal ausreichend. Hey, Alter, was ist? So. Da gibt es nochmal Nachtisch. So, ich drücke jetzt mal hier auf dem Controller den Zurück-Button. Und ihr seht, dann habe ich so eine Art virtuelles Menü hier und deute dann einfach unten jetzt mal hier auf Stopp. Wenn ich nochmal auf Zurück klicke und nochmal auf Zurück oder auf Home auch gleich, bin ich halt wieder beim Ausgangsbildschirm. Also Navigation ist denkbar einfach. So, und dann können wir uns ja beispielsweise mal, ich hatte euch ja versprochen, ein bisschen Street View angucken, dass man einfach mal sieht, wie ist es jetzt bei Fotos und dass man da eben halt auch ein bisschen den Controller mal benutzen kann. Auch das muss jetzt erstmal natürlich wieder geladen werden. Und ich muss sagen, bei Street View, da gibt es schon einiges. Hier kann ich jetzt also wisch nach links über die, auf dem Controller, über diesen Touch, über diesen kleinen Touchpad da oben. So, was haben wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Oh, das ist, glaube ich, schön. Das sieht doch gut hier aus. Genau, das ist der Eingang. Kennen wir ja alle wahrscheinlich von Indiana Jones. Das ist jetzt einfach nur ein 360-Grad-Foto. Das heißt, hier bewegt sich nichts. Da kann man nicht allzu viel machen. Aber man bekommt halt schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Und vor allen Dingen, ich muss mich jetzt einmal hier komplett um die eigene Achse drehen. Ich hoffe, das Mikro wandert einigermaßen mit. Das ist natürlich die berühmte Schlucht, der Eingang. Auch das kennen wir aus vielen Filmen. Jetzt gehe ich mal zurück zu einem anderen, weil hier kann man jetzt leider Gottes, ihr seht hier, das ist die, das, was der Controller anzeigt. Es gibt zwar hier verschiedene Punkte, also man kann hier zum Beispiel hier zu springen, zu diesem Punkt oder zu diesem Punkt, um halt verschiedene Ansichten zu haben, aber das natürlich jetzt nur hier auf diesem kleinen, begrenzten Raum nicht wirklich unbedingt so allzu. Also, ihr seht übrigens hier, das ist der Controller. Da wird auch gleich nochmal angezeigt zum Gehen, Klicken und Menü. Das heißt, falls ihr es mal zwischenzeitlich vergessen solltet, aber ich glaube, das kommt jetzt nicht allzu oft vor. Ich klicke einmal nochmal auf Zurück hier und da könnte ich hier natürlich auch innerhalb von Petra nochmal verschiedene andere Ansichten wählen oder einfach hier, wie gesagt, ich bewege hier einfach, das ist sehr, sehr nativ und intuitiv, den Zeiger da drauf und scroll nochmal ein bisschen, können wir uns ja mal Irland anschauen, war ich jetzt noch nicht, so beispielsweise hier, so sieht das Ganze dann aus. Also, ihr könnt euch, glaube ich, das Ganze schon gut vorstellen, ihr seht natürlich so ein bisschen auch hier, dass ihr jetzt leichte Effekte habt, das ist die Fotoqualität, die könnte man noch ein bisschen höher, finde ich,
drehen, was jetzt Google betrifft, Street View, aber trotzdem, es ist immer okay. Ihr könnt natürlich Diashow machen, zurück weiter oder zum Menü. Also ihr müsst nicht unbedingt hier unten nur die Tasten benutzen. Also ihr könnt auch komplett hier drüber navigieren. Also ich finde das alles sehr, sehr ansprechend. Könnt natürlich auch irgendwas suchen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück auf Home, weil ich wollte euch natürlich auch mal ein Spiel zeigen. Da habe ich jetzt mal das Erstbeste, was mir hier über den Weg gelaufen ist. Heißt nicht, dass es jetzt das grafisch Beste ist, aber einfach um es mal zu demonstrieren, sollte es eigentlich ausreichen. So, das lädt jetzt nochmal und kommt hoffentlich schnellstmöglich dann zum Einsatz. So. Click to start. So. Ich glaube, das war doch alles hier. Genau, da muss man jetzt. Und da beginnt Level. So geht das hier los. Jetzt müssen wir noch mal kurz warten, bis es geladen ist. Ein kleines bisschen sieht man trotzdem auch noch die Pixel hier. Und vor allen Dingen, weil man das ja so hier sozusagen links und rechts bewegt, rauf und runter bewegt, ist es so, als ob sozusagen ein Fliegengitter darüber liegt. Also selbst bei dieser QHD-Auflösung muss man sagen, das ist, finde ich, das, was man mindestens bräuchte. So, hier unten dieses kleine Kerlchen, ihr seht, das, diese Zieloptik oder sowas, das ist das, was ich mit meinem Cursor bewege. Also hier mit meiner Hand. So, jetzt müssen wir einfach den Kerl hier mal irgendwie rumdrehen, weil der muss, glaube ich, nach da hinten irgendwie laufen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, wie das bei Games halt immer so ist, wenn man nicht wirklich einen Joystick hat. Bin jetzt auch nicht der Gamer, muss ich zugeben. So, und jetzt laufen wir ein bisschen, dass wir hier mal etwas sehen können. So, das war jetzt einmal gedrückt auf die Touchscreen-Taste. So, und ihr seht, jetzt bewegt sich die Szenerie endlich mal. Kommen wir hier ein bisschen weiter. So, man kann natürlich auch hier über den Abgrund einfach mal gucken. Also das ist natürlich schon sehr, sehr angenehm. Muss man da irgendwie, glaube ich, drauf zielen. So, genau, dann kann man diese Teile hier abschießen. Und dann geht es, glaube ich, auf... Ups. Nee, Fässer brauchen wir jetzt nicht. Hier zum Beispiel auch nochmal einen Blick nach unten. Das ist natürlich schon schön, muss ich sagen. Also ich glaube mal, diese Virtual Reality Sache ist für Games deutlich angenehmer als für alles andere. Aber ich kann mich natürlich täuschen, dass da eines Tages auch 360 Grad Filme mal vielleicht im Kino laufen oder so. Achso, jetzt muss man hier zum Beispiel drauf zielen. Da drüben drauf zielen. Also das ist jetzt auch noch Level 1, also da gibt es bestimmt auch hinterher noch Dinge, die etwas komplexer werden, schätze ich mal. Während ihr hier läuft, schaue ich mich nochmal so ein bisschen hier um. Also ihr merkt, das ist schon enorm. Und wie heißt das immer so schön, die Immersion ist hoch, muss ich wirklich sagen. Das heißt also, man wird sehr stark in dieses Spiel hineingesogen. Ganz einfach, weil es halt wirklich, es gibt keine Störfaktoren mehr, dass man irgendwas anderes sehen würde. Der Bildschirm füllt komplett die beiden Augen sozusagen. Und dann hat man die Geräusche auch noch dazu, die Spielsteuerung. Kommt da drüben irgendwas. Da unten sind auch noch welche. Diese rollenden Kisten oder was das darstellen soll, hier oben. Also ihr merkt, das macht schon Spaß. Also muss ich ganz ehrlich zu sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Gamer, weil mir einfach die Zeit meistens dazu fehlt. Aber insgesamt, wie gesagt, selbst ich bin jetzt sofort hier im Spiel gefangen. Und das beim zweiten Durchgang, einmal habe ich kurz getestet, das ist jetzt der zweite Durchgang für das Video, gefällt mir ehrlich gesagt ausgesprochen gut. So, und da drüben geht es dann also auch entsprechend weiter hier. Aber da muss man wohl erst noch ein bisschen. So, fliegt hier noch irgendwas rum? Also ihr merkt, das ist natürlich jetzt auch etwas, wo man hier ein bisschen intensiver
rumgucken muss. Das ist natürlich dann gerade bei Kampfgames, kann ich mir das dann heftig vorstellen, wenn man da eben halt sich erstmal verstecken muss, weil dann irgendwo von hinten möglicherweise ja auch Feinde auf einen lauern, oder hier zum Beispiel. Das ist schon, muss man aufpassen. So, da hatte ich jetzt falsch gezielt. Was ist mit dir? Nee, da geht's nicht weiter. Wir müssen da hinten weiter. So. So, ihr merkt, habe mich auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, jetzt was die Steuerung betrifft. Das klappt jetzt auch schon etwas besser. Aha, da hinten geht's zu einem geheimnisvollen Tor. Und da muss man erst wieder. So, noch irgendwas in der Luft hier. Nee, da sind noch ein paar Rollschränke. Aha, also ausweichen muss man auch erstmal üben. Ah, und jetzt kann man da hinten durchgehen. Irgendwelche. So, dann einmal noch, passiert hier irgendwas, wenn man da durch? So, und das dürfte jetzt wahrscheinlich der Level gewesen sein, schätze ich mal. Ich hoffe, das reicht auch. Jetzt als erster Eindruck für euch. Ich ziehe die Brille jetzt mal wieder aus. So sieht das dann hier aus. Also ihr merkt es natürlich, hier kann man jetzt nicht allzu viel sehen. Aber trotzdem, so einigermaßen, glaube ich, habe ich euch jetzt hoffentlich einen Eindruck vermitteln können. Sprich, die Idee, um es mal zu resümieren, von Daydream ist gut. Es gibt auch schon ein paar interessante Inhalte. Und vor allen Dingen ist natürlich klasse, dass man jetzt nicht an ein spezielles Gerät gebunden ist. Also gut, kompatibel müssen sie natürlich sein. Aber das ist halt so ein bisschen vom Geldbeutel ab. Abhängig. Trotzdem zwei Probleme. Das erste ist halt, wie gesagt, für Brillenträger, dass man hier da die Optik nicht adjustieren kann. Das hätte ich auch für 69 Euro, weil das ist ja kein Ding. Da gibt es halt ein kleines Drehrädchen irgendwo oder sowas. Das hätte man, glaube ich, noch machen können. Schön ist allerdings dieser Controller mit der Steuerung hier. Das funktioniert richtig gut. Ja, und ansonsten ist es halt recht kuschelig. Und ob man das jetzt hier als drückend empfindet oder nicht, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen sehr individuell gestaltet. Der eine ist da vielleicht ein bisschen leidensfähiger, der andere merkt halt irgendwie früher am Kopf hier. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen hinterher hier von diesem Druck. Man muss schon hier da recht stramm, das kann ich euch auch nochmal zeigen, so zieht man hier stramm anfassen, weil, wie gesagt, mit dem Gerät zusammen sind es 386 Gramm mit dem Telefon. Das heißt, also da muss man schon ordentlich, sonst kippt das hier vorne runter und dann hat man hier unten noch mehr Lichteinfall. Von daher kann ich da nur raten, stramm ziehen, aber dementsprechend drückt es dann natürlich auch so ein bisschen so oben auf die Region etwas oberhalb der Augenbrauen. So, also, wie gesagt, ab heute ist es verfügbar, 69 Euro. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was die Google Daydream betrifft. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.